Und wir beginnen diese innere Versammlung, die wir jetzt brauchen für die Begegnung mit den Hathoren. Ganz einfach damit, dass du jetzt deine Augen langsam schließt, zufallen lässt und damit deinen Blick nach innen lenkst. Fühle einmal, wie dein Atem kommt und fühle, wie dein Atem deinen Körper wieder verlässt. Finde deinen Rhythmus in deinem Atem. Und lasse bei deinem Atmen zu, dass dein Atem dich tiefer trägt. Bei jedem Einatmen ein kleines Stückchen tiefer in dich. Und bei jedem Ausatmen darfst du ganz bewusst ein Stück deines Alltages loslassen. Lasse dich in deinen Atem hineinfallen. Er trägt dich. Er trägt dich ganz zielsicher in die Tiefe deines Gotteslichtes hinein. Und so versinkst du in dir, lässt dich von deinem Atem tragen. Rufe dir nun all deine Chakren zusammen, indem du für dich ohne Worte mir nachsprichst. Ich rufe jetzt all meine Chakren zusammen. Ich vereine sie zu einem einzigen leuchtenden Chakra. Nun lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Dort, wo nun die Sonne deiner Chakren entstanden ist. Genau dort verweile und lasse dich von deinem Atem immer noch tiefer tragen. Immer noch tiefer und tiefer. Rufe dir jetzt in deinen eigenen Worten dein inneres Kind und nimm es in deine Arme. Stelle dir vor, wie es auf deinem Arm sitzt, so als wolltest du ihm jetzt etwas ganz besonders Schönes zeigen. Und dann rufe dir deinen inneren Heiler und bitte ihn, dir zu helfen.
Und in dieser tiefen inneren Versammlung entsteht in dir eine Absicht zu empfangen. Und genau in diesem Augenblick beginnt es zu fließen. Es ist ein Strom, der die Töne Hathorenlicht trägt. Und dieses Licht wird nun zu dir gebracht. Und in diesem Licht, das zu dir fließt, kommen zu dir drei Hathoren. Es ist ganz gleich, ob du sie wahrnimmst und wie du sie wahrnimmst. Ein Hathor wird über dir sein. Ein Hathor wird unter dir sein. Etwa mit einem Meter Abstand. Und der dritte Hathor wird vor dir sein. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf dein Kronenchakra und gleichsam auf dein Wurzelchakra. Öffne sie ganz weit. Und es wird das Hathorenlicht einfließen. Von oben und von unten. Und diese Ströme werden sich treffen auf Höhe deines Seelensterns dort, wo dein Bauchnabel ist. Nun öffne deinen Seelenstern und vom Hathor Nummer 3 fließt ebenfalls das Hathorenlicht dort ein. Sodass von deinem Bauchnabel bis zur Prana-Röhre eine Verbindung entsteht. Dort, wo sich die beiden Ströme von oben und unten getroffen haben. Lasse dies nun eine kleine Zeit lang fließen. Und genieße die Anwesenheit
dieser drei hohen Wesen um dich. Und ruhe mit deiner Aufmerksamkeit gern genau auf diesem Punkt, wo sich der Strom von oben aus dem Kronenchakra, von unten aus dem Wurzelchakra und dem aus deinem Seelenstern, deinem Bauchnabel, treffen. Es ist ein Hort nahe deiner Wirbelsäule, auf Höhe deines Bauchnabels. Nun stelle dir vor, wie genau aus diesem Punkt eine Blume wächst, erst ein Stängel nach vorne in Richtung des Bauchnabels und sich dann eine Knospe bildet, eine geschlossene Blüte. Nun stelle dir vor, wie sich genau diese Blüte öffnet. Und die Blütenblätter ganz weit werden und in der Mitte die Staubgefäße freigeben, die wie kleine Antennen herausragen. Und genau die nehmen nun für dich all die Energie auf, die du jetzt brauchst, und transportieren sie über deinen Seelenstern in dein Lichtfeld hinein. Stelle dir vor, wie diese Energie, die manche Menschen Chi nennen, andere Prana, es gibt so viele menschliche Worte dafür, von allen Seiten aufgenommen werden und wie von selbst in dich fließen. Über den Stängel hineinfließen in dein Lichtsystem und von dort aus sich verteilen in Richtung des Beckenbodens und beginnen aufzusteigen, mehr und mehr. Nun fließt es ganz von allein
solange du diese Blüte offen hältst. Lasse es fließen. Lasse es fließen und dich nähren und in dein Zentrum fließen. Dort, wo der Sitz der Schlangen ist, wir Menschen sagen Beckenboden dazu. Und dann aufsteigend dein System. Die Hathoren sind Meister des Ausgleichs und genau dies geschieht neben einem Nähren all der Ebenen, die für ein Menschensein ganz grundsätzlich wichtig sind. Dort, wo der Sitz deines Urvertrauens ist, dort fließt die Energie als erstes hin. Nun stelle dir vor, wie sich die Blüte
langsam schließt und wieder zu einer geschlossenen Knospe wird. Du kannst diesen Strom jederzeit wieder beginnen lassen, indem du dir erneut vorstellst, wie sich die Blüte öffnet. Tue dies jetzt. Und genau in dem Augenblick, in dem die Blüte sich öffnet, nimmt sie Energie auf und führt sie dir zu. Es fließt von selbst in dich. Und in dem Moment, wo du die Blüte schließt, unterbricht dies den Strom. Dies kannst du jederzeit ausführen, auch ohne dass du uns Hathoren rufst. Doch wir wirken gern mit Menschen zusammen, wenn wir gerufen und gebeten werden. Wir senden dir einen Gruß der Liebe und des Lichts. Und nun ist der Augenblick gekommen, an dem du für dich selbst entscheidest, ob du die Blüte noch einmal öffnen möchtest und eine Zeit lang die Energien fließen lassen möchtest, oder ob du die Blüte geschlossen lässt und einfach nachfühlst, die Energie nachschwingen lässt. Sie hat eine tiefe Wirkung in dir und wird viel genau in dem Bereich vollbringen, der jetzt ganz besonders an der Oberfläche ist, dem Sitz deiner Emotionen. Und so sage auch ich dir jetzt an dieser Stelle ein herzliches Ananascha. Danke, dass ich dir dies vermitteln durfte. Ich wünsche dir eine segensreiche Zeit und freue mich darauf, dich wiederzusehen bei der nächsten Meditation, beim nächsten offenen Treffen. Bis dahin, alles Liebe dir. Miocha.